So, meine Lieben, hier ist der Conne. Folgendermaßen, Jake Paul gegen Mike Tyson. Jetzt ist es fast soweit und wir können nur spekulieren, denn wir wissen nicht, was passiert. Und das ist vollkommen in Ordnung. Du kannst ein Boxfachmann sein, Experte, du hast die Expertise schlechthin, aber du kannst es nur erahnen. Und das macht's ja aus, sonst würdest du ja wahrscheinlich bei jeder Wette gewinnen und wärst Multimillionär. Und mal ganz ehrlich, ist doch wie bei Weihnachten, das Geschenk aufreißen, das geht schnell. Aber das Spekulieren, das Erahnen und diese Vorfreude, das Bild ab, das ist entscheidend. Und das macht ja am meisten Spaß, sich das auszumalen. Und dann hast du diesen Reiz einzuschalten, weil wenn du es vorher schon wüsstest, würdest du es dir doch gar nicht angucken. Da wollte ich einfach nur meine Meinung zu sagen. Jetzt einmal erstmal zu Mike Tyson. Mike Tyson sieht super aus. Guck mal, der Mann ist fast 60 Jahre alt. Der hat jetzt ein super Camp hinter sich, der hat in der Ecke von Castamatus-Zeiten einen alten Weggefährten, der ihm hilft, sich richtig einzustellen, weil das muss ich Mike Tyson lassen. Er würde nie von sich behaupten, dass er alles kann und alles beherrscht, und das sieht man einfach auch bei dem Training. Er fragt immer wieder gezielt nach, stehe ich richtig, sind die Winkel richtig, Ring abschneiden, dies und das, und das kann er einfach immer noch wunderbar. Und auch dank dieser Hilfe glaube ich, dass Mike jetzt wirklich diesen Kampf ernst nimmt und das so gut machen möchte wie nur möglich, ne? Natürlich spielt das Alter so ein bisschen rein. Und das ist auch die Frage, kann Mike Tyson diese Ausdauer aufrechterhalten? Weil ich der Meinung bin, dass Peekaboo sehr aufwendig ist, so von der ganzen Athletik her. Die Kondition, hat Mike Tyson die Stamina, die Ausdauer, sich so die ganze Zeit zu bewegen? Weil das geht aus den Beinen, die Hüfte, das ganze Meiden, das Kontern, das nah am Gegner bleiben, das Ring abschneiden, diese schnellen Bewegungen, das kostet alles Kraft. Das sieht man doch bei Muhammad Ali. Und Muhammad Ali hat schon mit Mitte 30 aufgehört, sich so zu bewegen. Mike Tyson ist bei weitem älter als Muhammad Ali bei seinen letzten Kämpfen war. Deswegen ist das spannend zu beobachten. Ich finde, Mike Tyson sieht super aus im Training. Er hat absolut scharfe Schüsse, der bewegt sich sauber, nimmt das ernst. Er sieht physisch echt astrein aus. Aber wie gesagt, da spielt die Ausdauer rein. Ich glaube, die ersten 2 bis 3 Runden sind entscheidend, was Mike Tyson machen kann. Ne? Und jetzt zu Jake Paul. Jake Paul ist kein Kämpfer, der das von klein auf gemacht hat. Und das wissen wir ja alle. Ist ja YouTuber. Man kann ihn hassen oder lieben. Das ist ganz egal. Aber eins kann man ihm aktuell nicht nehmen. Das muss man ihm anrechnen. Er hat sich wunderbar entwickelt. Ich habe ihn das erste Mal gesehen. Ich kannte ihn nicht. Bei Ryan Garcia, da haben die auf so einen Schlaggürtel eingehauen. Und da hat man noch gesehen, das ist alles sehr grob und alles nicht so ausgefeilt. Heute hat er das stark in den Griff bekommen. Er hat wirklich an seinen Grundlagen und fundamentalen Bewegungen gearbeitet. Er sieht sauberer aus. Er bewegt sich scharf. Er feuert gute Schüsse ab. Er lehnt sich nicht so in die Schläge rein. Ich glaube, er schätzt jetzt einfach auch mehr den technischen Aspekt. Und das macht ihn unheimlich gefährlich. Nicht nur, dass er halb so alt ist und viel fitter ist in der Form. Natürlich bringt er jetzt ein bisschen Fett mit. Sieht ein bisschen schwerer aus, weil das auch nicht seine Gewichtsklasse ist. Aber am Ende des Tages, wenn er sich auf diesen technischen Aspekt jetzt konzentriert hat und er sieht besser aus, viel besser als vorher, dann ist er gefährlich und das kann man ihm nicht nehmen. Denn guck mal, die letzten Jahre, er hat in einem perfekten Umfeld gearbeitet mit Jay Leon Love. Das ist ein Ex-Super-Mittelgewichtler, der unter Mayweather Promotions gekämpft hat. Hat er viel Wissen im Ring, der hat Coaches, der hat Trainer, der kann sich mental, physisch darauf vorbereiten. Guck mal, er ist eh schon Druck gewöhnt. Er ist eh nicht der meistgeliebte Mann auf der Welt. Und das kann ihn, glaube ich, nicht mehr groß beeindrucken. Er wird versuchen, das hat er auch gesagt, mit Jabs aus allen Winkeln ihn zu bearbeiten, Distanz aufrechtzuerhalten. Natürlich, Mike wird reinkommen, dann wird er wahrscheinlich versuchen, Hooks und Haken reinzuschlagen, wieder rauszugehen. Mike kann unheimlich super, und das hat man immer noch gesehen bei den Trainings, den Ring abschneiden, wie ein junger Mann. Echt genial, und da werden wir einfach sehen, wie lange die Jungs das so aufrechterhalten können. Glaubt ihr, dass Mike Tyson das Interesse hat, da reinzugehen, den wegzuhauen und nach Hause zu fahren? Ich glaube, in erster Linie, Mike hat da Bock drauf. Guck mal, der Mann ist fast 60 Jahre alt, der hat einen Legendenstatus und das ist vielleicht einer der letzten, wenn nicht das letzte Event in seinem Leben, wo er noch einmal das Ganze genießen kann. Weil Mike genießt das, diese Aufmerksamkeit, die Pressekonferenzen, das harte Training, der Kampf, das Build-up und die Show, der Ringwalk, du willst in die Halle reinkommen, die Leute feiern dich, du fühlst die Energie und glaubst du wirklich, du möchtest ihm dann eine knallen und dann nach Hause fahren, dann ist es ruhig, vielleicht für den Rest deines Lebens. Ich glaube, Mike möchte das auch auf eine Art und Weise genießen dürfen und wollen. Das liegt wahrscheinlich auch im Interesse des Veranstalters. Man will ein bisschen was Werbung schalten, man möchte die Show am Laufen halten, man möchte nicht, dass die Kunden später anrufen und sagen, ja, das habe ich bezahlt oder ich habe ein Abo gemacht und das ging nur 30 Sekunden.
auch für Jake Paul, das ist eine Vermarktungssache. Und da das kein echter Weltmeisterkampf ist oder jemand, der sich die Rankings hochfetzt und versucht, die Leute zu beeindrucken, ist das meiner Meinung nach nicht darauf ausgelegt, aber das werden wir am Wochenende dann wissen, wenn es passiert ist, dass beide sich die Schädel einhauen in den ersten 2-3 Minuten. Natürlich kann das passieren, weil du kannst das ja planen, aber das reißt dich dann auch ein gewisses Stück weit mit. Und je nachdem, wie die in den Kampf reinkommen, wird sich das entscheiden. Aber ich glaube, die Grundhaltung ist, Mike möchte das genießen, die Show, die Action. Er liebt Boxen, er liebt das einfach zu zelebrieren und wieder reinzugehen in den Ring, fit zu sein. Er sieht super aus. Und Jake Paul hat das Interesse, weil er einfach ein Vermarktungsgenie ist. Der verkauft das unheimlich gut. Der hat eine ordentliche Bühne aufgebaut. Der hat wirklich das so aufgestellt wie ein Mega-Weltmeisterkampf. Deswegen sein Interesse ist auch, das ein Stück weit auch genießen zu dürfen, mit seinem Idol, mit der Legende in einem Ring zu stehen. Weil sag mal ganz ehrlich, du hast doch die Voraussetzungen, das zu machen. Und dann willst du das in einer Minute beenden. Ich bin mir da nicht so sicher. Natürlich kann jeder Schlag das Ende bedeuten, gerade weil die so schwer sind. Und Mike Tyson ist ein Killer, der hat einen Killerinstinkt, der wird abschalten vielleicht ab einem gewissen Punkt und dann kommt er durch und dann liegt Jake Paul in der Ecke und das macht's ja auch aus. Ne? Deswegen, mich kann der Blitz treffen am Wochenende, ich erzähle hier irgendwas und am Wochenende geht das alles ganz anders aus. Aber wenn ich mal ehrlich bin, die Intention wird wahrscheinlich nicht die sein, das Ding in einer Minute zu beenden. Ne? Deswegen von daher, beide Athleten sehen fit aus. Das Build-up ist perfekt, die ganze Show sieht klasse aus, Mike sieht mega aus für sein Alter, das muss man ernst nehmen, was er da macht, aber Mike Tyson wird für mich nicht Iron Mike Tyson in der Nacht sein, das wird eher der Mike Tyson sein, der Papa, der Boxliebhaber, die Legende. Wir werden wahrscheinlich nicht Prime Mike Tyson da sehen, der da reingeht mit dem Killerinstinkt zu sagen, ich mache euch hier alle weg, ich muss mich beweisen, ich bin der Weltmeister oder möchte Weltmeister werden. Aber Mike Tyson ist Mike Tyson, das wollen wir ihm nicht nehmen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das ist so meine Sicht auf die Dinge. Und jetzt nur noch mal ganz am Ende, das ist mir wichtig als Boxliebhaber und absoluter Boxfan, kann man sowas gutheißen? Ja, es hat seine Daseinsberechtigung. Guck mal, Kämpfen oder der Boxsport ist ja auch Entertainment. Man will die Leute unterhalten. Und du kannst nicht sagen, dass das Teil nicht unterhaltsam ist für die breite Masse. Ist einfach so. Jetzt ich als Boxfan kann natürlich kritisieren, ey, guck mal, so ein YouTuber und eine alte Legende, der schon sein Geld verdient hat, kriegen so eine Aufmerksamkeit. Und das Geld, und da guckt jeder drauf. Was ist eigentlich mit den Boxern, die sich von jung auf entschieden haben, Kämpfer zu werden, und die sich die Rankings hochboxen, die Amateurkämpfe bestreiten, die Medaillen holen und die kriegen nicht die Bühne. Ne, da ist der Sport ein bisschen kalt, nicht nur ein bisschen, sondern auch unfair. Und ich würde mir wünschen, dass auch Leute inspiriert werden von gerade diesen jungen Leuten, die echt, manchmal musst du rechnen, die gehen in den Ring für $100 oder für 200 am Ende des Tages, wenn die alle Rechnungen bezahlt haben oder machen wahrscheinlich sogar noch Minus. Die haben nicht die Chancen, sich so zu vermarkten, beim Boxen hochkommen ist unheimlich schwer. Also ich möchte einfach nur mal vor Augen halten, es gibt wirklich Menschen, die den Sport von klein auf betreiben, ihn vom Herzen lieben und die haben nicht die Chance und die Stage, also die Industrie unterstützt die nicht, hochzukommen. Wie viele Leute sind wahrscheinlich schon untergegangen, weil sie einfach aus dem finanziellen Aspekt aufhören mussten? Viele wahrscheinlich Future Hall of Famer, die es nie hochgeschafft haben, weil der Boxsport sehr unfair ist. Das wollte ich einfach nur mal mitgeben. Ja, das hat seine Daseinsberechtigung, das ist Entertainment. Andererseits würde ich mir wünschen, dass auch junge Boxer und Boxerinnen die Bühne kriegen würden oder die finanziellen Aspekte stimmen würden, dass die auch wirklich entlohnt werden für eine sehr gute Leistung. Wahrscheinlich noch eine bessere Leistung, als wir die jetzt da am Wochenende sehen werden. Meine ehrliche Meinung. Deswegen schreibt mir eure drunter, würde ich mich freuen, darüber zu sprechen. Seid fair zueinander, lasst den anderen auch seine Meinung, lasst uns spekulieren, was am Ende des Tages dabei rauskommt, das weiß keiner, sonst würden wir ja nicht einschalten. Deswegen fachsimpeln drüber zu sprechen ist legitim, das macht Bock und lasst dem anderen die Meinung. Am Ende des Tages werden wir sehen, was passiert und das ist ja die Spannung. Deswegen viel Spaß beim Zuschauen, danke fürs Gucken, der Conne.